Das Telefon läutet ununterbrochen, seit der Tobias Meinrad Buchholzer letzten Herbst von Gomio als Entdeckung vom Jahr in Deutschschweiz und mit 15 Gomio-Punkten ausgezeichnet wurde, wird er mit Reservationen überhäuft. Doch die Auszeichnungen sind nicht nur gut für das Geschäft. Persönlich ist es einfach ein... Ja, sicher gut fürs Ego. Trotz seinem vollen Terminkalender nimmt sich der sympathische 29-Jährige Zeit, in seinem Zürcher Restaurant St. Meinrad speziell für euch etwas zu zaubern. Also heute kochen wir ein pochiertes Ei mit Morchelsalat und Spargelsalat. Dazu brauchen wir eben Eier, haben wir frische Morchel, wunderschöne, und grüne Spargel. Das ist ein schönes, leichtes Frühlingsgericht, das man einfach daheim zubereiten kann. Ich bin ein kleines Kind. Seit ich mich mal erinnere, wollte ich immer Koch oder Bäcker werden. Ich habe mich dann ziemlich schnell für Koch entschieden, weil als Bäcker muss man einfach zu früh aufstehen. Anstatt früh aufzustehen, ist er also in der Küche gestanden und hat sein Ziel hartnäckig verfolgt. Und schon gleich hat er Zürcher Spitzenrestaurant Widder und Münsterhof als Küchenchef geführt. Und dann war es Zeit für sein eigenes Restaurant. Also ich und meine Partnerin haben gesagt, ich möchte mal ein Restaurant gemeinsam aufmachen. Aber man denkt, in so 5-6 Jahren irgendwann haben das einem Kollegen erzählt. Und 2-3 Wochen später hat er unsere Pferin angerufen und gesagt, er hätte für uns ein Restaurant. Wir waren total perplex. Wir denkt, nein, es ist viel zu früh, oder? Haben sie gleich angeschaut und jetzt stehen wir da und haben es gemacht. Das Erfolgsrezept, ein Top-Koch, eine sympathische Bedienung und ein Restaurant, das für jedermann zugänglich ist. Und ich glaube, das schätzen die Leute, dass sie einfach da reinkommen und keinen Anzug anlegen müssen, sondern auch mit dem Pullover reinkommen können. Es gibt auch Leute, die mit dem Anzug reinkommen, selbstverständlich. Das ist auch nicht verboten. Es ist einfach so ein für alle etwas. Wer das Rezept nachkochen will, der klickt jetzt hier. Wer lieber selber im St. Meinrad essen, macht am besten beim Wettbewerb mit. Nächste Woche zeigt uns der Tobias Buchholzer seinen kulinarischen Tipp am Alfred von Eschen seine Spezialitätenmarkt in Zürich.